Hier ist alles. Aber hier wird es dann etwas löchrig. Ja. Am besten würde ich hier einsteigen. So, hier rein spazieren. Das ist die sogenannte Wave. Und es war ja ursprünglich mal so, als ich das ganze Gravity Lab konzipiert habe, dass ich gedacht habe, die Skater, die wollen eine eigene Skatehalle. Ich kann mit der Fläche, die ich habe, für Skaten einfach nicht so viel bieten, weil in der ursprünglichen Location hatte ich sehr viele Säulen und da gab es keine Möglichkeit zu einer Bowl und Fun Track fanden die Skater dann doof und die sind ja auch sehr eigen. Und ich habe versucht, dann was zu finden, was die Skater befriedigt, aber eben auch andere Zielgruppen. Und jetzt hat der Hans etwas konzipiert. Ich glaube, das ist in der Form einzigartig. Also ja, gibt es in der Art noch nicht so wirklich, weil wir simulieren ja auch eine Welle. Und für die Münchner bietet es die Möglichkeit, Surfen zu trainieren, den Absprung in den Airbag mit dem Skateboard, die Turns, wie man beim Surfen macht, und es bietet auch Möglichkeiten für Ski- und Snowboard-Pipefahrer zu trainieren. Und das, glaube ich, gibt es in der Form Indoor noch nicht. Nein. Gesehen, wie das entsteht, ist es einfach Wahnsinn. Es ist so ästhetisch. Hier, also wir können hier mal kurz reingehen. Das ist der Airbag. Das ist 14x11 Meter. Ziemlich groß. Was passiert da? Das ist die Landung. Das ist wie ein Luftkissen im Stuntbereich. Und man springt von der Wave in den Airbag. Und hinter uns ist der Big Air. Das sind drei Inlines, drei verschiedene Levels. Von denen springt man auch in den Airbag. Man springt quasi von zwei Seiten in den Airbag. Und diese Wand wird gepolstert. Und an der Wand wird es dann auch noch einen Wallride geben. Und auf dem niedrigsten Inrun gibt es sogar Rails. Also da gibt es eine mobile Konstruktion mit einer Rainbow Rail und einer Up Rail, was, glaube ich, jetzt auch mal indoor ziemlich einzigartig ist. Es ist keine Bespaßungshalle, es ist eine High-End-Sporthalle. Die Ausstattung ist am Athleten orientiert, an seinen Bedürfnissen und wird durch spezielles Training auf den Anfänger heruntergebrochen. Bei uns gibt es keine unbeaufsichtigten Areas. Und unter Anleitung kann das auch ein 6-jähriges Kind nutzen. Da haben wir spezielle Kursprogramme entwickelt, wie man sich vom Anfänger hier einfach bewegt. Und mir war das halt auch ein Anliegen, in der Halle Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sodass man ja auch einen Anreiz hat, öfters zu kommen und nicht, ich war dreimal Trampolin springen und dann bin ich durch, dann weiß ich, was ich da machen kann. Also hier kann ich mich immer weiterentwickeln und immer wieder was Neues dazulernen und meine Fähigkeiten, meine Skills verbessern, wenn ich das möchte. Sag ich mal, steile Rampen. Und hier fährst du mit Skateboard, mit Bike, mit Scooter, mit Inline-Skates und wir haben spezielle Rollski und Rollsnowboards. Die stoppen nicht, die springen in den Airbag. Und wenn die von da springen und von da springen, dann treffen die sich in der Mitte? Da gibt es da oben ein Ampelsystem und das wird schon gesteuert, wann wer losfahren kann. Die können auch nicht alle drei gleichzeitig losfahren. Okay, also ja? Der Airbag da wird nicht Luftkissen sozusagen, das verbindende Element. Das ist die sichere Landung vor allen Dingen. Ja, du kannst einfach hier Tricks ausprobieren und landest wie in Watte, sag ich mal. Wir haben einen Stundeneintritt, wir haben eine 10er-Karte und wir haben eine Jahreskarte. Wie kommt man hier hin? Bitte? Wie kommt man hier hin? Wie kommt man hier hin? Da ist die S-Bahn, die U-Bahn. Parkplatz ist vor der Tür im Parkhaus. Also für München, glaube ich, ziemlich optimal. Wir haben Parkplätze direkt vor der Tür, nebenan ein Parkhaus. Hier hinten hält die S-Bahn mit der Sendling und dort vorne hält die U-Bahn Obersendling, glaube ich, heißt die Station. Und es fahren drei Busse. Wenn ich das hier alles so sehe, ist, dass ich halt zwei Söhne habe, die skaten, surfen, machen Ski-Slopestyle. Die haben mich inspiriert, auf die Idee gebracht und dann habe ich recherchiert, was gibt's nicht. Diese ganze Bewegung, Sporttreiben bei Kindern ist wahnsinnig rückläufig. Ganz viele Kinder in der ersten Klasse können keine Rolle vorwärts.
Und ich glaube, dass das einfach dringend notwendig ist, dass man den Kindern Anreize gibt, wieder Sport zu treiben. Aber es muss halt ein bisschen anders sein, als das Vereinsangebot bisher ist. Und das versuche ich eigentlich damit zu erfüllen, weil auch dieser ganze Parcoursbereich ist ja auf gut Deutsch cooleres Turnen. Ja? Und jedes Kind würde gerne ein Salto oder einen Flickflack können, aber im Turnverein muss ich dann natürlich auch den Schwebebalken oder das Seitpferd und diese Dinge dazu buchen und das ist halt nicht unbedingt immer zielführend. Ja, ich habe mich ja im Vorfeld mit den Snowboardern und den Skifahrern mit den Nationalteams schon ausgetauscht und das Trampolin-Setup ist schon sehr stark an ihren Bedürfnissen orientiert und ich glaube, letztlich haben die keine Trainingsmöglichkeiten. Also die gehen ins LLZ, ja, aber da haben sie auch limitierte Zeitfenster zur Verfügung.